Herzlich willkommen zurück in der Aktionshalle. Zum letzten Talk an diesem Abend darf ich den Politaktivisten Daniel Graf begrüßen. Er ist unter anderem bekannt als Gründer von WeCollect und er nimmt uns jetzt mit auf eine gedankliche Reise zur virtuellen Demokratie. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend und auch vorneweg, ich vermisse euch jetzt ein bisschen hier, aber ich freue mich dann, wenn wir vielleicht am Ende meines kurzen Vortrags eure Fragen und Anregungen diskutieren können. Elian wird dann eure Stimme sein und die Fragen hier stellen. Ich freue mich sehr, hier zu sein und denke zurück an das letzte Mal, als wir über die AID-Kampagne euch erzählen konnte. Das war damals mit Erik. Wir haben auch damals schon über digitale Demokratie gesprochen. Wir haben über das Konzernbusiness gesprochen und wir haben auch darüber gesprochen, dass mit der AID eine sehr wichtige Weichenstellung ansteht. Und ich möchte den Ball ein bisschen aufnehmen und das ist jetzt nicht so eine Präsentation, sondern es sind eigentlich auch ein paar Gedanken, die ich mir in den letzten Monaten immer wieder und wieder gemacht habe. Und zwar würde ich gerne heute Abend mit euch ein wenig über virtuelle Demokratie nachdenken. Virtuelle Demokratie ist für mich ein Begriff, mit dem ich noch mit wenigen Leuten wirklich darüber diskutiert habe. Es ist so etwas Unfertiges, ein Begriff, der aber ganz viel meint, nämlich nicht weniger als ein neues politisches Betriebssystem für unseren Planeten. Und das ist natürlich ein großes Wort und es ist auch ein großes Wort gerade aktuell. Es ist nicht einfach auch für mich heute Abend nach den letzten 48 Stunden. Ihr habt auch sicher sehr viel Zeit verbracht, die Nachrichten aus der Ukraine zu schauen, jetzt über etwas so Großes, auch für mich so Wichtiges wie globale Demokratie zu sprechen. Und ich habe mir auch schon vorher immer überlegt, ob ich heute Abend das Thema ansprechen soll, weil es ist noch nicht fertig. Es ist so ein bisschen Ideen-Prototyping über virtuelle Demokratie zu sprechen. Gleichzeitig habe ich mir gesagt, also wenn es ein Safe Space gibt für solche Ideen, dann ist das sicher der Winterkongress. Und darum freue ich mich auch, dass ich jetzt mit euch ein paar Gedanken teilen kann. Ich glaube nämlich wirklich, dass wir an einem historischen Punkt stehen, dass in den nächsten Jahren sehr viel passieren wird, dass wir vor einer großen Transformation stehen. Und zwar, dass die virtuelle Welt sich mit unserem Alltag vernetzen, vermischen wird, genauso wie das Internet in den letzten 10, 20 Jahren Alltag geworden ist. Die Zeit ist auch richtig, über virtuelle Demokratie zu sprechen, weil wir gemerkt haben, dass virtuelle Demokratie eben ein Thema ist, das schon diskutiert wird, weil ich das auch eben vor allem Big Business ist. Spätestens seit Facebook Meta heißt und Zuckerberg angekündigt hat, ein Metaverse zu erarbeiten, aufzustellen, ist klar, dass viel passieren wird. Es ist auch eine Pointe, dass das Metaverse ja eigentlich aus einem Buch Snow Crash kommt, wo die Helden eigentlich aus einer kapitalistischen Welt flüchten wollen mit Virtual Reality Brillen. Und es ist schon eher irritierend, dass heute das Gegenteil der Fall ist, dass wir oder immer mehr Menschen die virtuelle Welt kennenlernen und dort eigentlich die Konzerne auf uns warten und die Kassen klingeln lassen möchten. Und auch mit Meta und Zuckerberg ist es wieder noch schwieriger geworden, nicht über eine Dystopie zu sprechen, wenn wir an virtuelle Demokratie denken, sondern etwas Positives, etwas Neues, etwas, das wir gestalten können. Und vielleicht liegt es auch daran, dass es schwierig ist, über virtuelle Demokratie nachzudenken, weil wir vielleicht nicht so gute Erfahrungen gemacht haben, mit von technologischen Entwicklungen zu träumen. Vielleicht erinnert ihr euch selbst, dass ihr vom Cyberspace geträumt habt damals. Es war auch so ungefähr die Zeit des arabischen Frühlings, wo wir vielleicht viele von uns dachten, dass jetzt so eine Demokratiewelle kommt. Das war ja nicht so. Wir haben schnell gelernt, the revolution will not be tweeted. Statt Menschenrechte und Freiheit mit Internet gab es dann Facebook, Trump, Fake News und vielleicht muss man seit kurzem hinzufügen, auch Krieg. Ich möchte aber trotzdem es ein bisschen riskieren, eben
von virtueller Demokratie zu träumen. Und träumen ist ein schwieriger Begriff, klingt immer ein bisschen schwach und nicht gerade mutig. Aber ich glaube, gerade heute ist es mutig, wenn wir vorwärts träumen und uns versuchen, die Zukunft vorzustellen. Und träumen ist für mich eigentlich die einzige Möglichkeit, auch ein bisschen unseren Erfahrungen und unserem Wissen zu entfliehen. Ich denke, träumen ist auch ein Muss, wenn man sich als Radikaldemokratin oder als Radikaldemokrat fühlt und daran glaubt, dass die Demokratie längst nicht gebaut ist, dass es eine Baustelle bleibt, vor allem wenn wir darüber nachdenken, wie die Demokratie für die ganze Welt aussehen könnte. Und ich persönlich habe so etwa 2018 war das in diesem heißen Sommer angefangen, von globaler Demokratie zu träumen. Das war eine ganz andere Stimmung als heute. Das war die Stimmung, als es plötzlich laut wurde auf den Straßen, als eine junge Frau mit einem Pappschild eine globale Bewegung ins Leben gerufen hat, die mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit und mit einer politischen Wucht um den Globus gefegt ist. Der Klimastreik, der dank auch der digitalen Kanäle und vor allem der Synchronisierung durch diese digitalen Kanäle unglaubliche Wucht erhalten hat. Und für mich persönlich war es das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit, dass ich wieder das Gefühl hatte, wir können gemeinsam eines der großen Probleme der Welt lösen, jetzt an diesem Beispiel die Klimakrise, dass es mit Bewegung geht und mit viel Dynamik etwas zu verändern, was vorher eigentlich nicht so veränderbar war. Und ein Spruch, den ihr vielleicht auch noch im Ohr habt, der damals vor ein paar Jahren, muss man schon sagen, hundertfach, tausendfach, hunderttausendfach gerufen wurde, System Change, not Climate Change. Dieser Satz, der ist bei mir irgendwie hängen geblieben und leider gab es nicht so eine spannende Diskussion daraus, eher so eine Retro-Debatte, ob Kapitalismus und Klimaschutz sich vereinbaren lassen. Das war eine spannende Diskussion, aber ich habe es immer anders gelesen. Für mich war System Change, not Climate Change, eigentlich ein dringender Aufruf, darüber nachzudenken, ob wir nicht ein Update von unserem Weltsystem brauchen. Oder einfach gesagt, ob wir nicht endlich mal über globale Demokratie reden sollten. Eben globale Demokratie gedacht als ein planetares Betriebssystem, das die Interessen und die Bedürfnisse von allen Menschen auf der Welt umfasst. Und das klingt sehr abstrakt und weit weg, wenn wir über jetzt auch angesichts des neuen heißen, kalten Krieges über ein globales System nachdenken, über eine globale Demokratie. Aber ich glaube, dass wir mit einem Schritt schon da sind. Eine Geschichte ist die Überlegung, dass wir für eine globale Demokratie etwas brauchen, was heute eigentlich nicht mehr so kompliziert scheint. Nämlich eine gemeinsame Sprache, dass wir uns verstehen. Und vielleicht habt ihr auch schon mal von Esperanto gehört. Das war die Kunstsprache, welche Menschen im 19. Jahrhundert entwickelt haben, mit der Idee, dass man mit einer Kunstsprache dazu beitragen kann, dass es so etwas wie Weltfrieden gibt. Heute auch wieder ein sehr aktuelles Thema leider. Heute ist es nicht mehr nötig, dass wir Esperanto lernen, weil der Babelfisch, vielleicht erinnert euch noch daran, der Knopf im Ohr, der eigentlich in Echtzeit alle Sprachen übersetzt, das ist heute keine große Sache wert. Streams werden live übersetzt. Es gibt Apps, wo wir in Echtzeit in verschiedenen Sprachen uns austauschen können. Das ist kein Problem mehr. Wir können miteinander sprechen, wir können uns verstehen. Und jetzt ist eben Zeit, dass wir noch einen größeren Sprung machen, nämlich vom Screen, das wir kennen, in einen virtuellen Raum. Und alle, die schon Erfahrung gemacht haben mit Virtual Reality, sind sicher sehr viele Gamerinnen und Gamer unter euch, die jetzt zuhören, die das kennen. Und für mich war es schon beeindruckend und auch als meine Kinder diese Virtual Reality Brillen, also so eben, was es halt so im Angebot gibt, im unteren Preissegment, aber auch dort hat man schon gemerkt, wenn man so eine Virtual Reality Brille anzieht, dass sich das Raumzeit und selbst das Körpergefühl ändert, wenn man sich lange in diesen Räumen aufhält. Und das ist viel heftiger, um es ein bisschen einfach zu sagen, als die ganzen Erfahrungen, die ich jetzt mit dem Internet gemacht habe. Eben wenn Raum, Zeit und Körpergefühl sich ändert, dann ist es eben auch so, dass wir uns selber anders wahrnehmen und auch die anderen. Und ich glaube, hier steht eine
fast nicht denkbare kollektive, transformative Erfahrung an, was das mit uns macht, wenn wir uns in diesen Räumen bewegen, dass ich überzeugt bin, dass das auch einen Schub gibt über virtuelle Räume, aber eben auch über globale virtuelle Räume nachzudenken und letztlich eben auch über globale Demokratie. Eben gedacht als nicht als ein Ort, als ein Gebäude, ein Parlamentsgebäude, ein Regierungsgebäude, wo sich so eine Weltdemokratie zusammentut, sondern eben als einen digitalen, dezentralen Raum, wo wir auch über neue Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse nachdenken können. Und vielleicht merkt ihr jetzt, was ich erzähle, das ist kein scharfes Bild. Das ist so vielleicht ein Tagtraum, der auch davon lebt, dass er eben noch nicht fertig gedacht ist. Und gleichzeitig, wenn ich so an Tagträume denke, dann muss ich auch sagen, bin ich manchmal unsicher, ob wir wirklich Zeit haben zu träumen, so wie ich das vorher gesagt habe, dass wir Zeit haben, so ein bisschen in die Zukunft zu blinzeln, weil der Reality-Check sieht nicht gut aus. Wir haben die Klimakrise, die uns extrem herausfordert. Wir haben die atomare Aufrüstung, wir haben Kriege. Und irgendwie, denke ich, wäre es wichtig, dass wir schneller vorwärts kommen. Und vielleicht brauchen wir so etwas wie eine Rampe für die Zukunft. Und ich denke, vielleicht können wir auch nicht darauf warten, dass alle Menschen irgendwie Erfahrungen haben mit Virtual Reality und dass dann eine gesellschaftliche Dynamik entsteht, halt die Welt, die Zukunft und unsere Gesellschaft anders zu denken. Zum Glück gibt es in der Schweiz so ein Tool, ein Open-Source-Tool, das alle brauchen können, die gesellschaftlichen Wandel wollen. Und das heißt Volksinitiative. Und seit ich über globale Demokratie nachdenke, denke ich auch darüber nach, warum wir nicht einfach eine Volksinitiative starten mit einem einfachen Satz, den ich in die Verfassung schreiben würde: Die Schweiz fördert die globale Demokratie. Das ist ein kleiner Satz in der Verfassung und vielleicht fragt ihr euch so, was bringt jetzt das, was ändert das, wenn wir globale Demokratie in der Verfassung haben? Ich glaube, eine Initiative löst eine sehr große Diskussion aus und vielleicht besteht die Chance, dass viel mehr Menschen über die globale Demokratie nachdenken und das als politischen Raum verstehen. Weil ich denke, auch hier läuft uns die Zeit davon, weil wir müssen die virtuelle Demokratie, die globale Demokratie in dem Sinn schon zurückerobern. Wir sind schon etwas zu spät. Weil die globalen Tech-Konzerne Milliarden investieren, um diese Räume, haben wir auch in einem Referat von Chris vorgehört, halt zu kapitalisieren, nutzbar zu machen für ihre Interessen. Und heute erlaube ich mir auch den Aufruf an euch, über globale Demokratie nachzudenken und vielleicht sogar einen Schritt weiter zu gehen. Ich glaube, wir können heute anfangen, den Code für dieses planetare Betriebssystem für die globale Demokratie zu schreiben. Und wir brauchen vor allem Prototypen für die virtuelle Demokratie. Also baut Prototypen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Daniel, für das Teilen deiner Gedanken. Zunächst gibt es schon mal eine Frage im Chat. Wie unterscheidest du virtuelle Demokratie zu digitaler Demokratie? Also wie machst du die Unterscheidung? Also es gibt von mir aus gesehen nicht so gute Definitionen für virtuelle Demokratie. Also ich kenne jetzt keine, die ich jetzt selber verwende. Also von anderen Leuten, also von dem kann ich jetzt nur sagen, was ich dazu denke. Und ich glaube, digitale Demokratie, das war ein bisschen so 2D. Oder? Also und es beinhaltet, glaube ich, eben nicht diese Raumkörpererfahrung in einem virtuellen Raum. Und darum versuche ich mit der virtuellen Demokratie eben etwas zu beschreiben, was eine viel umfassende Erfahrung ist und auch eben die Möglichkeiten kreiert, was wir im Internet ja auch schon haben, auch Interaktionen, Entscheidungsprozesse halt dezentral zu denken. Okay. Der Chat ist ziemlich leise. Bitte nutzt die Gelegenheit, eure Fragen, eure Anregungen zu teilen. Ihr dürft auch gerne Feedback geben. Haltet ihr diese Idee für sinnvoll? Was haltet ihr von dieser Volksinitiative, dass man die globale Demokratie auch in die Verfassung nehmen könnte?
schreibt mir. Ich teile diese Fragen dann gerne mit Daniel Graf. Ich möchte auch an dieser Stelle noch schnell sagen, wir haben entschieden, dass wir eher jetzt hier die Diskussion führen und den After-Talk-Room nicht machen werden, weil es hier jetzt eigentlich auch die Möglichkeit gibt, diese Fragen direkt zu stellen. Es gibt eine weitere Frage. Wie sollen wir uns repräsentieren und validieren? Was ist es an unserem Avatar, das die Stimme verkörpern würde? Wow, okay, das ist jetzt eine große Frage. Und ich glaube, da gibt es vielleicht ein paar andere Menschen, die viel besser auf das antworten können. Aber ich versuche es. Also ehrlich gesagt habe ich noch nicht so eine klare Vorstellung davon, wie Menschen in der Virtualität eine Identität sein können, oder? Also eben die Frage ist, wie prüft man, dass wir da sind, dass wir sind? Ich glaube, das muss man ausprobieren. Also ich glaube, so ein erster Schritt wäre für mich einfach, dass man so Prozesse, Meinungs- und Entscheidungsprozesse im virtuellen Raum mal ausprobiert und dann in einem zweiten Schritt halt versucht, das einfach größer zu denken. Eben das meine ich auch mit Prototypen, weil ich persönlich kenne keine spannenden Beispiele, wo ich jetzt schon merke, dass das in diese Richtung geht und auch so gedacht wird. Also Liquid Democracy ist so das mein letzter Stand in dem Sinn, oder? Was eine ganz andere Vorstellung dahinter steckt, als jetzt irgendwie in einer virtuellen Demokratie. Und wie kriegt man diese virtuelle Demokratie ohne E-Voting hin? Oder unterscheidet sich das prinzipiell? Das eine gibt es auch ohne das andere. Auch eine spannende Frage. Also ich glaube, ich wünsche mir immer noch, dass es möglich ist und dass es irgendwann möglich ist, solche Entscheidungsprozesse auch digital abzubilden. Und ich glaube, das ist eine Knacknuss, die wir lösen müssen, weil wenn wir uns vorstellen, wenn wir eine globale Abstimmung machen möchten, also mit allen Menschen, one person, one vote, dann brauchen wir digitale Systeme. Ich glaube nicht mehr, dass wir das mit Papier denken können. Wir haben immer noch Zeit. Stellt eure Fragen. Teilt eure Gedanken. Gibt es Ideen für Prototypen? Wie können wir die virtuelle Demokratie leben? Vielleicht hast du noch ein paar Ausführungen. Ja, ich glaube eben, was ich gesagt habe, es ist, ich sage wirklich auch so stimmungsmäßig, verdammt schwierig, über globale Demokratie nachzudenken, wenn wir jetzt, wenn wir sehen, was jetzt realpolitisch läuft. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Challenge, jetzt auch emotional etwas Größeres, etwas Positives zu denken. Und darum habe ich auch erzählt vom Klimastreik damals, also weil das war etwas, was ich nicht erwartet habe, was extrem schnell, extrem mächtig wurde und einfach als Erinnerung, das hat eigentlich die Wahlen in der Schweiz beeinflusst. Also es war riesig und eben das ist so jetzt gerade ein bisschen das Gegenteil der Fall, oder? Auch, dass ich denke, was jetzt passiert, wird eher wieder sozusagen das Thema national, wir und die anderen aufbauen und eben so die Vorstellung, dass es gelingen könnte, den Planeten in irgendeiner demokratischen Form zu einen, ist vermutlich, ja, also wenn man Aktien hätte und globale Demokratie gekauft hätte, da hätte man, glaube ich, in den letzten 48 Stunden sehr viel Wert eingebüßt. Oder? Gibt es Demokratie in Online-Games vielleicht auch bereits heute? Schwierige Frage. Also ich habe das Gefühl, was ich spannend finde an den Online-Games, ist eigentlich jetzt weniger, sage jetzt mal, das Politische als die Kommunikation. Also dass Menschen, egal woher sie kommen, egal wo, also man kennt die ja auch nicht, aber aus irgendeinem Land, aus irgendeinem Alter, Geschlecht, und man fängt an miteinander zu spielen, oder? Und auszutauschen. Das ist völlig normal. Also
wenn meine Kinder online sind, dann ist es nicht, dann ist es für sie völlig normal, mit irgendjemandem einen Austausch zu haben. Und mittlerweile, was ich ja vorher erzählt habe, werden ja die Sprachen übersetzt. Also man bekommt eigentlich, der Output ist eigentlich immer in einer Sprache, die man versteht. Und in dem gesehen, wenn man sagt, dass sozusagen der globale Austausch sozusagen die Grundlage ist, dass man etwas Gemeinsames aufbauen kann, gemeinsam diskutieren kann. Und ich nehme jetzt auch an, dass zum Beispiel, auch wieder um den Bogen zu machen, was gerade passiert, dass in ganz vielen Game-Chats jetzt auch über die Ukraine und was passiert, diskutiert wird. Würde ich jetzt mal sagen, wenn ich jetzt einen Science-Fiction-Roman schreiben müsste über die globale Demokratie, dann wäre vielleicht ein Szenario, dass genau aus einem solchen Game-Chat eigentlich so eine Idee entsteht, die dann wirklich eine politische Kraft wird. Aber kann es nicht auch sein, dass man mit der virtuellen Demokratie Leute ausgrenzt, die wie auch nicht den Zugang zur Technologie haben? Es sind immer zwei Seiten. Also Technologie hat sicher einen Gap, weil man muss sie haben, man muss sie benutzen können, man muss Zugang haben. Aber ich würde eher umgekehrt sagen, dass unsere alte Demokratie unglaublich exklusiv und elitär ist. Also dass es viel schwieriger war, an Informationen kommen, teilzuhaben. Und ich finde, ein Beispiel ist, das ist jetzt nicht nur technologisch, aber ich sage jetzt mal, Menschen mit Behinderungen, die auf Technologie angewiesen sind, um zu kommunizieren, auch sich zu informieren. Also die würden nie auf die Idee kommen zu sagen, dass jetzt digitale Demokratie etwas Ausschließendes ist. Aber klar, es ist eine Challenge, aber ich denke immer, dass wir verschiedene Systeme gleichzeitig haben können. Also wie es, also sozusagen die Urne oder das Offline genauso wichtig ist wie das Online. Und dass, solange wir beides haben können, haben wir auch immer eine Zeit, uns an etwas Neues zu gewöhnen. Und dann muss es nicht ausschließend sein. Stellst du dir die globale Demokratie als Ersatz für Nationalstaaten vor oder eher als Zusatz, der Vergleich zur EU vielleicht? Also ich glaube, es könnten verschiedene Systeme sein. Also die Frage ist, wenn man so das sich überlegt, kann es so sein, dass sich einzelne Kontinente zuerst so organisieren und erst, also, und vielleicht nur ein Teil der Welt so funktioniert. Ich glaube, dass die Nationalstaaten an sich sozusagen nicht mehr so ein viel weniger wichtig werden, perspektivisch. Also auch wenn virtuelle Welten da sind, dann sind dann nationalstaatliche Grenzen, nationalstaatliche Identitäten, also sicher mal haben eine große Challenge historisch, oder? Und ich kann mir eher vorstellen, dass es halt neue Organisationsformen geben wird. Auch wenn natürlich das Territoriale, oder, im Vergleich zum Virtuellen sicher auch sehr zäh ist. Aber eben, ich glaube, wenn man sich überlegt, wie man das überhaupt überwinden kann, also ich glaube, das ist ja das, also das, was einem so hält dran, oder, wenn man das aus Nationalstaaten denkt, dann glaube ich, dass die virtuellen Räume oder die Welten, die haben einfach keine Grenzen. Und die Menschen werden sich immer mehr und mehr gewöhnen, sich dort zu bewegen und in dem Sinn glaube ich, dass dort die Idee einer globalen Demokratie von einem Planeten oder sogar von vielleicht so mehreren Planeten virtuell gedacht, halt einfach ein ganz normales Denken sein wird. Dass der Nationalstaat das Alte ist und das Neue ist halt der Planet, das Globale. Und wie bekommt man die für eine gute Legitimation nötige breite Partizipation zustande, dass alle mitgenommen werden? Partizipation hat immer etwas mit Hürden zu tun. Also wie schwierig ist es für mich, mitzumachen, oder? Wie werde ich mitgenommen? Werde ich gefragt, ob ich dabei sein will oder nicht? Und ein spannendes Beispiel, was mich sehr beschäftigt, ist zum Beispiel das Stimmrechtsalter. Das klingt jetzt auch ganz langweilig, oder? Aber letztlich erlauben wir uns in der Schweiz den Luxus, dass Menschen erst ab 18 Jahren gefragt werden, was willst du, oder? Ja, nein, oder wen möchtest du wählen? Und ich glaube, das ist ein Ausschluss über sehr lange Zeit, der halt auch dazu führt, dass viele Menschen gar nicht den Fuß in die Tür kriegen bei der direkten Demokratie, auch ihre Wünsche und ihre Meinung einzubringen. Und eben in diesem Sinn ist es halt eine Aufgabe von Bildung, oder von Investition der Gesellschaft in die Demokratie, dass Menschen eben sozusagen die Möglichkeit haben, das zu lernen und auch eben Zeit dafür haben und nicht erst mit 18 Jahren beispielsweise oder erst, wenn sie einen Pass bekommen.
Wenn wir von der virtuellen Demokratie sprechen, gibt es vielleicht auch eine virtuelle Diktatur? Oder wo sind da die Gefahren und die Grenzen? Ja, ich denke da immer an Star Wars. Also eben, wer sind die Guten, wer sind die Schwarzen, wer sind die Weißen? Ich weiß es nicht. Also ich glaube eben, man kann eben diese Dystopie vor allem sehen und ich glaube, es hat große Risiken und es macht mir manchmal auch ein bisschen Angst. Gleichzeitig finde ich auch, hey, es gibt so viel Kraft und Überzeugung für Freiheit, für Gleichheit. Und das kann, also ich glaube, das kann sich auch durchsetzen. Es wird nicht einfach werden. Und ich habe mir auch schon überlegt, was würde passieren, wenn jetzt 3/4 der Welt eben global demokratisch eingestellt sind. Es gibt noch eine Supermacht, die das eben gar nicht will. Vielleicht gibt es dann noch einen Krieg wegen der globalen Demokratie oder einen Kampf der Systeme. Und also ich meine, das klingt jetzt auch nicht sehr toll, aber möglicherweise wird das ein politischer Konflikt werden. Und in welche Richtung das geht, ist schwierig. Aber ich glaube, die Hoffnung, dass sozusagen das Gute gewinnt am Schluss, dürfen wir schon auch haben. Wer soll denn die virtuelle Demokratie so überwachen, dass die Demokratie auch gewahrt werden kann, dass eben nicht genau diese Gefahr besteht, dass es zu einer virtuellen Diktatur wird? Wer stellt sicher, dass es, ja, dass wirklich Demokratie stattfindet? Also ich denke etwas, also ich bin Historiker, aber ich praktiziere nicht mehr. Das heißt, aber ich denke dann immer so ein bisschen halt trotzdem irgendwie historisch und überlege mir halt eben, die Demokratie war ein langer Prozess, wo man herausfinden musste, wie kann sie funktionieren. Eben zum Beispiel Stichwort Staatskundeunterricht, Gewaltentrennung, oder? Also das sind so wichtige Prinzipien und die müssen wir halt auch in eine virtuelle Welt übertragen und uns fragen, was braucht es? Natürlich sicher ist Kontrolle, also eben wir brauchen demokratische Kontrolle über die Kanäle, über die Plattformen und eben, ich sage jetzt mal, die DS oder Großkonzerne sind da sicher eher eine große Bedrohung als irgendwie eine Chance für globale Demokratie. Und nun etwas zum aktuellen Zeitgeschehen. Es werden ja nun Hacker mobilisiert, um Russlands Cyberattacken zu begrenzen. Das wird dann schlussendlich zu einem Cyberwettrüsten auch. Und das hat ja auch wieder Einfluss auf, wie kann man die virtuelle Demokratie wirklich fördern und einbringen. Also das ist vielleicht, also wenn ich ehrlich bin, das große Rätsel. Warum reden wir nicht über globale Demokratie? Warum finden wir nicht schon Hunderte von Büchern über virtuelle Demokratie? Und ich glaube, vielleicht leben wir in einer sehr pessimistischen Zeit gerade, wo wir zwar technologisch unglaubliche Fortschritte gemacht haben, aber dass diese Utopie irgendwie so ein bisschen hinterherhinkt. Und was du jetzt erzählt hast über Cyberwar, das ist ja eigentlich sozusagen eben die andere Seite wieder. Und eben, wie gesagt, ich bin ein bisschen ratlos, dass diese Idee noch nicht gezündet hat. Und jetzt kommt es aber. Wenn ich mir vorstelle, dass Greta Thunberg damals gesagt hätte, damals 2018, System Change, not Climate Change, Global Democracy, dann wäre etwas passiert. Also dann hätten die Menschen angefangen, darüber nachzudenken, was heißt das? Was heißt das für mich? Was heißt das für das Land? Und ich glaube, wir hätten viele Leute, die angefangen hätten, Prototypen zu bauen, was auch immer. Aber das ist nicht passiert. Aber umgekehrt denke ich, wenn wir vielleicht geht es noch ein halbes Jahr, ein Jahr, vielleicht mehrere Jahre. Irgendwann wird dieser Funken zünden, dass die Menschen sagen, wir wollen globale Demokratie. Die UNO, also das ist auch so etwas, ich habe nie daran geglaubt, seit ich die UNO kennengelernt habe, dass das irgendwie ein Baustein ist für ein gerechtes Weltsystem. Oder? Es kommt aus dem Zweiten Weltkrieg, Sicherheitsrat oder und die Schweiz ist jetzt auch mal dabei. Und das ist so eine absurde Konstruktion, die irgendwie da ist, also nicht, ich sage jetzt keinen Sinn hat, aber einfach nicht Zukunft verspricht. Und irgendwann wird das kommen. Ich weiß nicht eben, wer es macht, wie es geht, oder? Aber ich sage, es ist wie, Chris hat einen Vortrag über Zaubersprüche gehalten, oder? Und ich hätte einfach gesagt, globale Demokratie ist ein Zauberwort und irgendwann ist es da. Also es braucht eine Greta, die virtuelle Demokratie pushen kann oder die globale Demokratie. Genau, ich bin ja in dem Sinn fast ein bisschen verzweifelt, dass ich sogar zu diesem zum Schweizer Trick greife und die Volksinitiative mir überlege. Und
Also was natürlich an der Volksinitiative extrem spannend ist, dass wir das einzige Land sind auf der Welt, das eigentlich die DNA von unserem Staat ändern kann, direkt. Und es wäre halt schon sehr eine schöne Idee, dass wir jetzt zum Beispiel als erstes Land der Welt in unsere DNA schreiben, die Schweiz, unsere Gesellschaft engagiert sich für globale Demokratie als Generationenprojekt. Und ich glaube, dass so eine Abstimmung, eine solche Diskussion in der Schweiz vielleicht einer der Funken sein könnte. Also nicht, ich glaube jetzt nicht, dass wir so wichtig sind, aber dass halt dass diese Diskussion in Gang kommt. Und das Spannende, wenn ich jetzt dran denke, sind wir es, die jetzt über globale Demokratie sprechen, also als einzig auf der Welt? Nein, das wird nicht so sein. Es wird an ganz vielen Orten werden solche Veranstaltungen oder Gespräche durchgeführt, wo Menschen über das reden, aber es kommt nicht zusammen. Es gibt nicht ein Forum, es gibt keine Synthese davon. Und vielleicht wird das eine Person sein, vielleicht wird das ein Ereignis sein. Wir werden es sehen. Das wäre dann die Vorstellung, es trifft sich ein virtuelles Parlament anstatt gewählte Politikerinnen und entscheiden virtuell, was reell passiert, wenn man das jetzt weiterdenken würde. Also ich zögere da, weil ich jetzt zum Beispiel nicht der Prozessguru bin, also sozusagen mir Prozesse vorzustellen. Aber meine Gedanken dazu sind eben, wir brauchen nicht irgendwie ein Weltparlament, das irgendwo in Grönland steht oder mit 10.000 Sitzen von Parlamentariern. Ich glaube eben die globale Demokratie gedacht, als virtuelle Demokratie wäre dezentral. Wir brauchen nicht mehr den zentralen Ort. Wir können auch ganz verschiedene Systeme vielleicht sogar gleichzeitig haben, wie Repräsentation funktioniert. Vielleicht gibt es das alte System, wo Leute wirklich gewählt werden und dann sozusagen als Gewählte dort sind. Vielleicht sind es Peer Groups, die sozusagen also ihre Interessen vertreten. Und man kann ja auch sagen, wir haben jetzt letztens in Basel über das Recht von Primaten abgestimmt, oder? Also, und vielleicht wird es auch so sein, dass die Natur eine Stimme in diesem globalen Parlament hat. Also wenn wir heute schon darüber sprechen, dann wäre das durchaus eine Idee, dass auch diese ganze Repräsentation ganz anders funktionieren könnte. Und wie kann man in einem virtuellen Raum etwas wie Freiheit, also zum Beispiel Meinungsfreiheit, durchsetzen, wenn diese vorwiegend dadurch ermöglicht wird, dass die Beteiligten die Freiheit respektieren? Dafür bräuchte es ja eine Art virtuelle Verfassung. Also das ginge ja dann über diese Schweizer Verfassung hinaus. Okay, also ich an eine Weltverfassung habe ich jetzt noch nicht gedacht. Ich habe auch noch nicht daran gedacht, dass es eine Verfassung braucht für die virtuelle Demokratie. Also ich meine, man kann mal eine schreiben. Also und sich das überlegen. Ich glaube, da gibt es andere Menschen, die mehr Erfahrung haben mit Verfassungen und vielleicht auch Menschen, die mehr Erfahrung haben mit virtuellen Räumen und mal einen Entwurf machen könnten, wie sowas aussieht. Könnte es auch nicht eine Obergröße geben, wie lange eine Demokratie funktioniert? Also, dass Demokratie in der Schweiz im Kleinen vielleicht funktioniert, aber auf der globalen Ebene mit so vielen Beteiligten, dass das eine zu große Größe ist für Demokratie? Ich glaube nicht daran, weil ich glaube, Demokratie ist Kultur. Also es ist eine Gesellschaftsform, die man entwickeln kann, die auch Zeit braucht. Also ich glaube nicht, dass ein Land innerhalb von ein paar Jahren eine direkte Demokratie werden kann. Und eben auch, dass diese globale Demokratie ist vermutlich ein sehr langes Projekt, oder? Also vielleicht geht es in gewissen Teilen der Welt schneller und vielleicht geht es in, also ich denke zum Beispiel immer Taiwan, oder wie lange ist das schon eine Demokratie, eine Direktdemokratie, würde ich so, wie ich es verstehe, das ist extrem schnell gegangen, das hat historische Gründe natürlich gehabt und ich glaube, dass auch eben Länder sehr schnell die Schweiz auch überholen könnten und ja auch diese Idee von der globalen Demokratie, also zum einen ein Beispiel, was ich mir auch überlege, also als Gedanke, wir haben immer noch unsere Idee als Schweizer Bürger. Was würde passieren, wenn eine Instanz sozusagen einfach mal sozusagen globale IDs herausgibt? Und zwar wirklich sozusagen als Earth Citizenship. Da gibt es, glaube ich, schon ein paar Kunstprojekte, oder? Aber jetzt wirklich als eine Idee und dass man, wie sagt, mit einem gewissen Quorum auf einem Kontinent gibt es eine Repräsentation. Also das klingt noch ein bisschen nach Brettspiel, oder?
Aber ich denke, dass zum Beispiel gerade für Menschen, die in Diktaturen leben, so ein Earth Citizenship sozusagen jetzt vielleicht jetzt eher so als ein Traum ist, an dem sie festhalten können, weil sie wollen ja nicht, also eben, ich glaube eben, die Frage ist, an was glaubt man, wenn man in einem solchen Land lebt? Man kann das eigene Land demokratisieren, aber letztlich ist der Gedanke, dass die ganze Welt anders werden muss, meistens in diesen Ländern viel näher als bei uns. Das Digitale hat ja auch etwas sehr Spontanes. Es lässt sich schnell ein Flashmob aufstellen. Aber wie kriegt man es hin, dass dieses Engagement auch anhält? Also man kriegt sehr schnell ein paar Leute zusammen, aber das, die Ausdauer, wie bringt man die Ausdauer hin? Also was ich spannend finde, ist, dass politische Systeme etwas Dynamisches brauchen und etwas sehr Langweiliges, Langsames. Und das beste Beispiel sind zum Beispiel die Initiativen. Man kann die unglaublich schnell sammeln. Also wenn man viele Leute hat, das Thema wichtig ist. Aber der Prozess geht über Jahre. Und dann geht es meistens darum, dass viele verschiedene Gruppen über etwas reden müssen. Und dann geht es zuerst ins Parlament. Und dann kommt irgendwann nach 5, 7 Jahren eine Abstimmung. Und ich glaube, solche Systeme müssen so gebaut werden, dass sie einen Input ermöglichen, aber dass der Output eben nicht unmittelbar ist, weil ich glaube, dann ist es wie so etwas, was nicht so kontrolliert werden kann, auch von den Menschen selbst nicht. Und das ist eine spannende Frage. Und es ist auch die Frage, die direkte Demokratie ist im Vergleich zu anderen Demokratien einfach wirklich sehr langsam in vielen Fragen. Und eben diese Langsamkeit, das ist etwas, was man aushalten muss manchmal. Und es gibt auch nicht eine Regierung, die einfach ein neues Programm hat, wir machen es jetzt so, nachher so, sondern es ist immer so ein relativ so ein Schlingern, ein langsames Schlingern, aber in eine Richtung. Und ich glaube, so stelle ich mir jetzt auch eine globale Demokratie vor. Nicht, dass es einfach schnell geht, sondern dass es ein Prozess ist, der halt auch ein bisschen hält. Die Internet-Community at large hätte unter ICANN, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, Internet Cooperation on Assigned Names and Numbers pro Kontinent Vertreter wählen wollen. Die USA wollte dies nicht. ICANN-Nachfolge wurde dann als eine Gesellschaft in den USA registriert. Seither versucht die USA, das Internet globaler zu gestalten. Kannst du dazu etwas sagen? Ist das ein gescheiterter Versuch? Ja, also ich denke, also Demokratie muss man sich erkämpfen, man bekommt es nie geschenkt. Also kein Land hat direkt Demokratie einfach so erhalten. Und ich glaube, das zeigt ja auch, dass man sich das holen muss, erkämpfen muss und dass es halt auch mächtige Interessen gibt, dass das Internet, die USA ist sicher ein historisch schönes Beispiel dafür. Aber ich glaube auch, auch die USA hat keine Chance gegen eine starke Idee, gegen eine Utopie. Also da bin ich einfach, also ich glaube sozusagen, das, was die Menschen vereint und was eigentlich stärker ist als viele andere Sachen, sind Ideen, die einfach mobilisieren, die auch so, ich sage jetzt mal ein bisschen emotional, einfach auch ein Gefühl von Richtigkeit und Stimmigkeit erzeugen. Und so Ideen eben, dass alle Menschen das gleiche Recht haben, oder? Und zum Beispiel, wenn es um den Klimawandel geht, oder, ist es ja absurd, dass wir die Idee haben, dass wir jetzt das auf nationaler Ebene organisieren, oder? Und es ist völlig klar, dass nicht alle Menschen berücksichtigt werden in diesem Prozess, weil nicht alle Länder gleich stark involviert sind, dass es Machtverhältnisse gibt, oder, von starken Ländern und schwachen Ländern und so. Also von dem her ist es eigentlich völlig absurde Idee, dass wir so ein epochales Problem irgendwie nationalstaatlich lösen wollen, ohne dass wir die Menschen berücksichtigen. Vielen Dank, Daniel Graf. Die Zeit rennt uns jetzt trotzdem langsam ein bisschen davon. Ich hoffe, du konntest auch einige Feedbacks aus den Fragen jetzt mitnehmen, einige Anregungen und kannst deine Gedanken weiterführen. Genau, also ich wollte euch auch noch schnell danken, das war jetzt nämlich das Beste, dass wir jetzt auch ein bisschen diskutieren konnten, weil eben das war das Risiko heute Abend, ein paar unfertige Gedanken mit euch zu teilen. Und ich hoffe, dass dieses Thema vielleicht an nächsten Winterkongressen weitergetragen wird. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.